Ja, hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emergency 2012. Ich möchte heute mit euch weitermachen, und zwar mit der Kampagnenmission 8. Ja, nachdem die Mission 7 kläglich gescheitert ist, habe ich es doch danach ein paar Mal noch versucht und irgendwann hinbekommen, aber es hat irre lange gedauert. Ja, nun aber hier eine neue Folge, dementsprechend Mission 8. Flugzeug stürzt über Moskau ab. Ich würde sagen, lasst uns starten. Ein großes Passagierflugzeug ist in eine massive Unwetterfront geraten, wurde von Hagel getroffen und ist über dem Roten Platz in Moskau abgestürzt. Es gibt viele Opfer. Brände sind ausgebrochen. Ja. Ich denke, dank der guten Beschreibung, was passiert ist, stehen unsere Aufgaben fest. Wir müssen die Opfer versorgen. Am Roten Platz in Moskau, dort versuchen die Brände zu löschen und so auch so, dass die sich nicht weiter ausdehnen. Ja, let's go. Oh Mann, das sieht katastrophal aus. Da sind unsere Fahrzeuge. Für diesen Einsatz stehen Ihnen neue Fahrzeuge zur Verfügung. Mit dem Löschpanzer können Sie nah an besonders heiße Brände herankommen. Andere Löschfahrzeuge könnten dabei beschädigt werden. Und mit dem Intensivtransportwagen können Sie mehrere verletzte Opfer gleichzeitig aus dem Einsatzgebiet abtransportieren. Ja, ich fange jetzt erstmal hier mit der Grundversorgung an. Sie sollten sich zuerst um den brennenden Treibstoff auf dem Platz kümmern. Die Brände sind heiß und können wahrscheinlich nur mit mehreren Löschfahrzeugen gleichzeitig gelöscht werden. Ja, er sagte ja eigentlich schon, was wir machen müssen. Bin unterwegs. Daran halte ich mich natürlich auch jetzt erstmal. Ja? Ja, die Drehleiter, die, ja, gute Frage. Ich nehme einfach von hier die zwei Feuerwehrmänner. Ja. Was gibt's? Guck es hier mit dem Feuerlöscher aus. Und sag, schon unterwegs. Hier löschen. Was gibt's? Genau das gleiche mache ich mit den beiden auch. Die dürfen sich aber schlafen. Dann sagen wir löschen. Verstanden. Ja. Ja, das darf natürlich nicht in einer Tragödie enden. Ja? Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Ups. Pech, ne? Wo ist er denn? Mit dem Bergefahrzeug können Sie Wrackteile des abgestürzten Flugzeugs anheben, um unterdessen nach Opfern zu suchen. Achtung, die Brände in der Nähe der Kremlmauer geraten außer Kontrolle. Sie müssen sie eindämmen. Ja, die Mauer ist die hier. Ich versuche natürlich schon fast mein Bestes. Was gibt's? Verstanden. Aber das wird, glaube ich, nicht hinhauen. Höre. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Kannst du erstmal abkuppeln? Hör auf den Weg. So ein Fallpfosten. Hier. Höre. Hier ist in Arbeit. Höre.
Verstanden. Ja, gut, dass die beiden zusammenarbeiten. Ich glaube, ich werde sowas von abkratzen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ja? Die Drehleiter kann nach hier vorne. Schon unterwegs. Du, ja, lege das Stück hier ab. Ja. Ja, lass die beiden hier auch mal aussteigen. Höre. Nehmt euch die Feuerlöscher. Wird umgehend durchgeführt. Und ja. Lösch. Schon unterwegs. Du. Höre, habe verstanden. Aussteigen, du. Höre. Schon unterwegs. Löscht das. Ihr beide nehmt euch einen Feuerlöscher. Krass, dass sie so weit laufen müssen dafür. Ich hab doch gerade zwei Stücke mit Feuerlöscher gehabt, oder? Da. Höre. Geh mal da hin. Schon unterwegs. Ja, jetzt heißt es natürlich Opfer finden. Ich bin froh, dass hier noch nichts passiert. Ja, lange können die natürlich auch nicht mehr brennen. Das ist auch ganz gut. So. Gucken wir doch mal hier auf der Karte. Da. Wir sind mal ein Opfer. Wie viele hatte ich denn? 7. Ja, ich denke mal hier nicht mehr runter. Ja? Ja, da sehe ich den Arbeit. Höre. Kundestaffel habe ich auch. Ja, die brauche ich auf jeden Fall dann. So, dann in Ordnung. Schick mal deinen Hund los. Hier ab. Ein Notarzt. Aussteigen. Ihre Einsatzkräfte werden durch Brände gefährdet. Sofort in Sicherheit bringen. Ihr beide hilft in gar nichts. Ja, der ist auch wieder beschäftigt. Das ist nicht sehr gut. So. Los geht's. Was geht? Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Wird gemacht. Ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich schnellstmöglich helfe. Ja, der Hund bellt. Habe ich noch einen zweiten Kran? Ja. Ja? Ja? Das Objekt. Da die zwei, da sind noch zwei. Ich denke mal, da sind die alle runter. Sehe ich jetzt keine Personenrunde. Das ist schon mal gut. So, dann darf der nämlich mal hier rumfahren. Und zwar da. Ja. Gut, dass wir zwei Notärzte haben. Wird gemacht. Einmal dahin. Ja? Und der Kranken bin unterwegs. War. So, was sagt hier unsere verletzte Person? Ja. Sehr gut, das ist stabil. Auf
auf dem Weg. Ja, bin unterwegs. So, dann fahre ich nochmal hin zurück. Bin unterwegs. Eine Person hat er ja schon gefunden. In Ordnung. Jetzt schicke ich ihn weiter auf Suche. Ja, bin unterwegs. Ja, irgendwie schon sehr zielstrebig. Ah! Sehr ja. Gut. Ja. Bin unterwegs. Höre, sofort. Schon unterwegs. Was gibt's? Ist okay. Ja. Gut, dass wir ihn hier sorgen, den kann ich mir jetzt okay. Hier hinschicken. Ober ist auf. Höre, schon unterwegs. Einsatzfahrzeug zerstört. Vorsicht in der Nähe von Bränden. Bergefahrzeug zerstört. Vorsicht in der Nähe von Bränden. Achtung, Einsatzkraft ja, verletzt. Schon unterwegs. Vorsicht in der Nähe von Bränden. Oha. Oha. Das ist natürlich ein super Fail gewesen jetzt. Ja. Ablampen. Okay. Over and out. Krankenwagen darf bin unterwegs. Hier. Sofort. Krasser Mist. Ja. Jetzt muss ich das alles natürlich mit einfahren machen. Ja, um zu kombinieren. Ja, das wird natürlich ultra schwer. Also gucken wir mal. Unsere Einsatzkraft hat stabilisiert. Das heißt. Nicht in Arbeit. Geh hier hin. Das Sanitäter-Team. Kann an den Sani aufnehmen. Was gibt's? Ist in Arbeit. Da ist auf jeden Fall ein Mensch. Und das sieht ganz schön übel aus. Ob ich den noch retten kann? Naja, ich weiß nicht. Was gibt's? Auf dem Weg. Ja, jetzt haben wir natürlich das große Glück. Noch ein Sanitäter zu haben, das können wir. Das Pump geht durch. Alles klar. Auch hier haben an der Seite aufgehört, das heißt, ich kann den hier nach hier vorne holen. Bin unterwegs. Was gibt's? Du plus du, ihr geht mal hier hin. Und du löscht das mal. Ja, jetzt haben wir natürlich das große Problem, du musst fast jeden Stein einmal oben umdrehen. Aber ich denke, das ist zu schaffen. Ja? Bin unterwegs. Ja? Ja, mein Hundeführer hat jetzt natürlich Pech.
Ja, sofort. Jetzt mal das ganz fies ausdrücken. Ja? Jetzt habe ich diese Person natürlich hier komplett vernachlässigt. Ja, sofort. Du da. Wird gemacht. Ich meine Güte, ich kann schon nicht mehr sprechen. Weiter geguckt, dass alle Brände aufgehalten werden. Höre. Das sieht auch derweil gut aus. Unsere Drehleiter macht ja auch eine sehr gute Arbeit. So. Höre. Person ist abtransportbereit. Bin unterwegs. So, die nächste Helikopter darf hier hinkommen. Okay. Over and out. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja, unser Kran. Wo ist der denn? Was gibt's? Ja? Dort. Ihr beide. Was gibt's? Bin unterwegs. Was gibt's? Auf dem Weg. Was gibt's? Ja, jetzt habe ich mir natürlich für den Kran den Weg versperrt. Das ist doof gelaufen. Was halt. Gibt's? Fahren wir hierher. Ja, man hört ihn schon jammern, ne? Also. So, jetzt hopp, hopp. Schon unterwegs. Ja, ist in Arbeit. Was geht auf dem Weg? Ist der doof oder tut der nur so? So, hier hin. Hier hin. Unterwegs. Ja, komm, heb das hier mal an. Wenn wir schon hier sind. Man weiß ja nie. Auch wenn das nicht so aussieht. Also hier ein bisschen runter. Doch, weißt du, sieht das. Ja. So. Mein Heli ist wieder hier. Ja. Okay. Der darf hier Ober ran. Auf. Höre, verstanden. Ja, die Drehleiter darf jetzt erstmal hier sein. Was gibt's? Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja. Auf dem Weg. Stellen wir das Auto mal eher dahin. Es darf nämlich nicht zu einer Explosion kommen. Höre, wird gemacht. Sonst sind wir, glaube ich, alle ganz schlecht dran. Alles klar. Was gibt's? Habe verstanden. Los geht's. Ja, zwei Stück habe ich. Das heißt, ich muss mich auf die
Suche für die letzte Person machen. Aber ich bin guter Hoffnung, dass das gut klappen wird. Wundervoll. Ja, los geht's. Du legst an. Wird umgehend durchgeführt. Ja, ist in Arbeit. Ja, gucken wir mal hier drunter. Was gibt's? Ja. Was gibt's? Das wird auch noch ein paar Minuten länger dauern. Gut, dass ich den Bulldozer noch habe. Ich gucke jetzt überall, was ich irgendwie hochheben kann. Aber... Ja. Bisher habe ich nichts gefunden. Höre, auf dem Weg. Wieso muss dieses Spiel so dumm sein? Ah, ich werde geklopft. Was gibt's? Ich kann nicht mehr. Höre? Warum müssen die so dumm sein? Höre, wird auf dem Weg. So, auf dem Weg. Heli. Was gibt's? Boah, ich dürfte das gleiche gelten. Bin unterwegs. Höre. Ab in den Heli und tschüss. Ja. Was gibt's? Ja? Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier noch was finde. Das ist jetzt echt scheiße gelaufen, ne? Wir kommen wieder dahin. So, dann fahren wir zusammen. Und guck mal dort. Alles klar. Das könnte vielleicht passen. Ja, hier ja? Beginnt natürlich wieder die größte Katastrophe ever. Was gibt's? Geh mit deinem Feuerlöscher und halt ab. Sie haben alle Opfer, die unter Trümmern verborgen waren, gefunden. Hab ich. Gute Arbeit. Ah, ich hab. Wie geil ist das denn? Ja. Tralalala. Bin unterwegs. Over and out. Was gibt's? Wie Der cool ist durch das denn? Tralalala. Ist okay. Ich bin happy. Ja. Halleluja, was ist denn hier los, ey? Höre? Bin unterwegs. Ja? Verstanden. Da wollte mich das Spiel doch noch so ein bisschen auf den Arm. Ja, habe verstanden. Da hat man schon eine 970er und es ruckelt immer noch. Ich weiß nicht. Aber ich bin froh, dass ich jetzt die letzte Person gefunden habe. Das heißt, ich
Ich muss noch irgendwie diesen riesen Brand hier ausbekommen. Und dann ist super. Hier, schon unterwegs. Ich glaube, wenn die da alle draufkloppen, das hoffe ich doch, dass das reicht. So, sehr schön. Ja? Ja, jetzt müssen wir natürlich abwarten, was da passiert. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt auch erstmal. Ja? Ah, du kannst wieder auf dem Weg hier hinfahren. Höre. Na, ihr wollt doch wohl. Ja? Ja, die wollen wohl nicht. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Höre. Bin unterwegs. Sehr schön. So, eine Person wird gerade noch abtransportiert. Das heißt, bitte, 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 lass den Wackel ganz schnell ausgehen. Dann habe ich alles erfüllt. Sie haben alle Opfer abtransportiert. Das haben Sie gut gemacht. Ja, schon krass, wie lange man da braucht. Bin unterwegs. So, die hole ich mal hier hin. Ja, schon unterwegs. Logik. Schon unterwegs. Ja? Auf dem Weg. Ja, der Gute kann sich hier mit hinstellen. Auf dem Weg. So schön als Wasser. Ja? Wird umgehend durchgeführt. Ja. Was tust du da? Schon unterwegs. Lösch hier dann. Verstanden. Sei doch nicht so dumm. Ja? Ich raste mich nicht aus, wenn ich so mal mit. Der Punkt geht durchgeführt. Was gibt's? Jawoll. Fahr durch Feuer. Ich bin stolz auf dich. Auf dem Weg. Was können diese Autos? Ich bin unterwegs. Wow. Ich glaube, der eine Feuerwehrmann hier vorne, der hat. Der macht das, ne? Ihr seht das. Ja, da, der Feuerwehrmann, der macht das. Also Hardcore, also. Ich liebe diesen Feuerwehrmann, der hat gibt 100 plus 1 und ja. Das war okay, hätte aber noch besser laufen können. Ja, hätte auf jeden Fall besser laufen können, wenn man hier die benötigte Zeit sieht, knapp eine halbe Stunde. Sorry dafür schon mal. Ja. Ich habe viele Personen von mir zum Schaden kommen lassen, was natürlich nicht gut war.
Das meiste war auch hier echt. Warum fährt der daher? Warum kann er nicht so. Nein, er muss erst da zu den Trümmern, damit er da merkt, da kommt er nicht weiter. Warum? Na egal, ich habe es geschafft. Steht überhaupt auf meinen Fahrzeugen Siphon drauf? Cool. Egal. Ich mache weiter. Wünsche noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ja. Auf Wiedersehen.